Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur MotoGP 2015 hier auf Red Second TV. Und ja, heute mit dem ersten Part in der MotoGP. Wir haben ein neues Team und das heißt Mark VDS Racing Team. Und haben hier auch ein neues Headquarter. Viel moderner als das alte. Sieht auch richtig geil aus, finde ich. Und ja, hier stelle ich euch mal das neue Team vor. Nämlich Estrella Galicia 0,0 Mark VDS Racing Team. Ja, das ist der Michael. Und der sagt uns, hallo Red, Estrella Galicia 0,0 Mark VDS Racing Team. Und ich freue uns wirklich sehr mit dir auf dieses Abenteuer. Alle haben hart daran gearbeitet, dir eine echte Hochleistungsmaschine zu liefern. Und wir sind überzeugt, dass du es bei diesem ersten Rennen auf den 13. Platz schaffen kannst. Ja, da bin ich auch überzeugt. Deswegen probieren wir es jetzt gleich mal aus. Wir gehen zum ersten Rennen. Nach Katar, nach Losail. Das erste MotoGP Qualifying und das erste MotoGP Rennen, das gibt's jetzt mit unserem neuen Team. Auf geht's, los geht's. Ja, ich bin gespannt, was hier geht, was hier drin ist. Ist ja jetzt ein ganz anderes Kaliber. Vor 2 Jahren noch Moto3, jetzt schon MotoGP. Zum ersten Mal fahren wir gegen Rossi, Marquez und alle, die noch dabei sind. Guten Abend und auf der Rennstrecke Losail in Katar. Ja, das wird spannend dieses Alles Jahr. Alles bereit für das erste Qualifying. Wer sich über das freie Training nicht qualifizieren konnte, hat jetzt die Chance. Wir werden alles geben. Bis dahin, heute gibt es erstmal noch Punkte zu verteilen. Die geht nämlich erstmal an den Motor, damit ist Motor schon mal auf Stufe 1, Level 1. Und wir warten mal ab, was die Konkurrenz macht. Ja, ist wohl ganz anders jetzt hier. Denn es sind nur 10 Minuten. Für Qualifier Nummer 1. Ich glaube, es gibt noch Qualifier Nummer 2. Müssen wir mal schauen. Wir gehen raus. Wer den Sound der Maschine nicht kennt, der hört ihn jetzt. Richtig geil. Letztes Mal konnten wir die Maschine ja schon mal testen. Und jetzt dürfen wir sie endlich fahren. Richtig geil. Schauen wir mal, ob es wieder so erfolgreich wird wie letztes Jahr. Da haben wir ja die Moto2 nach Belieben dominiert. Dort war, könnte schon mal ein bisschen zu fest gewesen sein oder auch nicht. Erste Zeit, Bestzeit. Zweite Sektorenzeit. Immer noch Bestzeit, aber sie schrumpft. Das war abgekürzt, das wird eine Strafe geben, jawohl. Das könnte uns jetzt hier erstmal die Führung kosten in diesem ersten Qualifying. Ja, sind eh schon hinten. Aber im Endeffekt ist es keine erste Runde von uns. Am Ende wird es eine 1. Oh, aber ganz knapp zweiter, aber es reicht. Zweiter Platz für den Anfang ist mal nicht schlecht. Wir warten mal ab, was die anderen noch so fahren. Da kommt aber nichts mehr. Damit bleiben wir auf der 2 und haben damit Qualifying Nummer 2 erreicht. Damit endet die erste Qualifying Session. Gibt natürlich Punkte und das gleich Level 61. Und wir gehen weiter. Ich denke mal, jetzt kommt wirklich Qualifying Nummer 2.
Und so sieht es auch aus. Wir sind zurück zum zweiten Qualifying. Von unserer Warte aus können wir schon sehen. Jetzt geht's gegen Rossi, Marquez und alle, die heute noch da vorne mitfahren. 15 Minuten wieder. Und Lorenzo positioniert sich schon mal ganz vorne. Schauen wir mal, ob wir da mitreden können. Zeit läuft. Rutscht ziemlich gern hier. Sliding angesagt und deswegen sind wir erstmal in der Bestzeit. Motorrad muss man erstmal unter Kontrolle kriegen und deswegen sind wir schon hinten. Nächste Sektorenzeit, wieder Bestzeitkurs. Und jetzt kommt eigentlich unser Sektor hier. Das ist eigentlich unser Sektor hier. Und am Ende ist es erstmal nicht die Pole, sondern nur Platz 5. Und damit gehen wir uns zufrieden. Wenn ich schon sehe, wie wir die erste Runde die erste Kurve fahren, dann wird das nichts. Fünfter Platz hinter Espargaro. Ja, mittlerweile siebter Platz. Lorenzo hat die Pole. Rossi dritter, Marquez zweiter. Überblick über die Zeiten des zweiten Qualifyings. Wo ist denn der Bradl? Der ist gar nicht mehr dabei. Schön. Gibt keinen Levelaufstieg, aber dafür geht's jetzt zum Rennen. Unser erstes MotoGP-Rennen gibt's jetzt. Guten Abend von der Rennstrecke Losail. Das Warten hat endlich ein Ende. Die neue MotoGP-Saison wird gleich eröffnet. Fahrer und Maschinen sind fast bereit und der große Preis von Katar wird in wenigen Minuten starten. So sieht's aus und wir rocken das jetzt. Unser erstes Rennen MotoGP. Fünfter Platz war der Startplatz. Wir holen uns das jetzt. Das ist die Königsklasse. Motorrad gefällt mir mal so gar nicht, aber es muss einfach nur fahren können. Ganz ehrlich, ich wechsle mein Team im Laufe der Saison eh noch. Dann gehen wir hier erstmal in Führung. Rossi Zweiter. Es gibt eine Strafe, leck mich doch. Okay, mit Strafe wird es natürlich jetzt schwierig. Und das auch noch mit einer halben Sekunde.
Rossi und unser engster Verfolger. Die Leute werden sich denken, was kommt denn jetzt für ein Putz daher und will uns hier die Show stehlen. Im Moment machen wir das. Die kommen im Moment nicht hinter uns her. Das finde ich jetzt nur richtig geil. Es läuft, würde ich mal sagen. Und da haben wir auch diese, ja, diese Sekunde Vorsprung, die wir brauchen. Marquez geht wieder an Rossi vorbei. Langsam hab ich diese Kiste hier unter Kontrolle. Rossi wieder vorbei. Nicht noch eine Strafe, Jungs. Eineinhalb Runden noch und wir führen den ersten Grand Prix an. Haben wir jetzt aber einen spannenden kleinen Fehler gemacht. Das war schlecht, das war schlecht. Und das hat definitiv Zeit gekostet. Und dann haben wir noch eine Runde, wie schon gesagt. Eine Runde und wir gewinnen den ersten MotoGP Grand Prix. Das ist unbeschreiblich. Rossi mittlerweile auf die 4. Vorsichtig das Ganze jetzt zu Ende fahren. Mir wäre es auch recht, wenn wir nicht Erster werden. Etwas nervös, aber das wird schon. Eine halbe Runde noch. Und wir führen diesen Grand Prix an. Das kann eigentlich schon fast nicht mehr schief gehen. Zwei Kurven noch jetzt. ...2,3 Sekunden auf Marquez. Es läuft. Und ich sag's mal so. Wir gewinnen in Katar unser erstes MotoGP-Rennen. Never ever. Das gibt's doch gar nicht. Sieg in Katar. Das ist unfassbar. Erstes MotoGP-Rennen. Erstes, ja, erstes. Die Betonung liegt immer noch auf erstes Rennen. Stefan Bradl ist 17. geworden. Und wir mit unserer Honda, Erster. Das ist wirklich der Wahnsinn. Gibt natürlich 25 Punkte
auf unser Konto und ziehen gleich mal 5 Punkte von Marquez weg, 9 Punkte von Lorenzo weg und 12 Punkte von Rossi weg. Und Honda ist erstmal Erster in der Tabelle, 9 Punkte vor Yamaha. Das ist ebenfalls stark. Ja, gibt wieder einige Punkte. 62 sind wir jetzt. Und viele neue Fans, viele neue GP-Credits. Ja, sieht im Moment so aus. 750.000 Fans und 1.546.000 GP-Credits. Und damit geht's jetzt zur Siegerehrung. Er hat heute ein perfektes Rennen gezeigt. Diesen ruhmreichen Moment haben er und sein Team sich redlich verdient. Es war eine Menge harte Arbeit. Das war's allerdings. Und wir haben es gemeistert, deswegen geht's jetzt damit ins Headquarter. Und das verdient mit einem ersten Saisonsieg. Die Second Show mit einer eindrucksvollen Leistung in Losail holt er sich seinen ersten Sieg in der MotoGP. So sieht's aus. Und damit sind wir Erster. Lass mich raten, MotoTour hat Zarco gewonnen. Nein! Tito Rabat gewinnt vor Lowe's und Zarco wird nur Dritter. Moto3 Quartararo. Also, da gibt's schon Veränderungen. Und ich kann euch auch sagen, dass es das nächste Mal weitergeht mit der MotoGP in Austin, in Texas, mit dem Red Bull Grand Prix of the Americas. Das ist der nächste Grand Prix. Der wartet auf uns dann in Amerika. Also nicht vergessen, einschalten nächsten Montag mit Austin, Texas, der Formel 1 und X Games Kurs. Ja, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Das war das erste MotoGP-Rennen überhaupt. Ja, bis nächsten Montag. Ciao.